Willkommen, Freunde, zu einer neuen Mod-Vorstellungsfolge, was wahrscheinlich eine ganze Serie wird, denn wir schauen uns heute endlich mal, nachdem ich es schon lange angekündigt habe, die LSPD-FR-Mod an. FR steht für First Response. Und wir haben uns ja in der Vergangenheit schon mal eine Polizeimod angeguckt, allerdings war die nicht so umfangreich, da konnte man nicht so viele Dinge machen und hatte einfach nicht so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, LSPD-FR ist somit die größte Mod mit den meisten Möglichkeiten. Es gibt auch sehr viele Untermods, die man dann halt noch hinzufügen oder installieren kann. Zum Beispiel halt ein Nagelbrett, um dann die Leute aufzuhalten bei einer Verfolgungsjagd. Und muss der so laut telefonieren? Ja, ich würde sagen, ich zeige euch in der ersten Folge mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt schon tatsächlich die eine oder andere Stunde hier rein investiert. Ist ein bisschen umfangreicher wirklich und das ist ja eine coole Sache. Wenn ich jetzt irgendwie was noch falsch mache oder nicht perfekt spiele, ne, tut mir leid. Aber ich versuche wirklich mehr oder weniger realistisch, also wie ein Polizist zu spielen und auch zu fahren, keine unnötigen Unfälle zu provozieren. Und ja, bin mal gespannt. Wir stehen jetzt hier vor einer der örtlichen Polizeiwachen und wenn wir jetzt mal die Karte aufrufen oder öffnen, dann sehen wir halt, wenn die Mod hier, also LSPD-FR installiert ist, dann sehen wir hier die ganzen Polizeiwachen, also hier zum Beispiel und hier ist eine Polizeiwache, hier ist dann auch ein Gefängnis, das wird dann angezeigt, wenn man es braucht und hier ist eine Polizeiwache oder ein Polizeirevier oder wie auch immer, örtliches Sheriff Department, da gibt es ja unterschiedliche Dinge und natürlich auch hier im ländlichen Bezirk, also in Blaine County gibt es verschiedene, auch hier ganz im Norden und um den Dienst jetzt anzutreten, gehen wir einfach in die Station rein oder je nachdem stellen uns einfach vor die Tür und dann wird das angezeigt und dann sagen wir, yo, okay, wir möchten jetzt unseren Dienst beginnen und dann kommt ein wunderschöner Kameraschwenk, Rockford Hills Police Station, Los Santos Police Department. Natürlich müssen wir jetzt erstmal wählen, wie wir denn gerne aussehen möchten. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Agency, zum Beispiel halt LSPD. LSPD steht ja für Los Santos Police Department, ist ja, ja, basiert quasi auf dem LAPD, also Los Angeles Police Department, denn Los Santos ist so ein bisschen an Los Angeles angelehnt. Und dann gibt es LSSD und SAPR und SAHP und es gibt dann zum Beispiel auch, ja, diese Spezialeinheit. Es gibt FIB, IAA und ich glaube, das ist die Drug-Dingster-Agency, also irgendwie Drogenfahndung. Es gibt hier ganz viele Möglichkeiten und wir bleiben aber erstmal bei LSPD. Die anderen können wir natürlich später auch dann noch auswählen. Ja, männlich ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Dann können wir hier halt sagen, wie wir aussehen sollen. Vom Kopf her, top, was wir anhaben. Krawatte ist ganz, ganz cool eigentlich. Das ist auch ganz cool. Ausrüstung, dass wir dann zum Beispiel, ja, so eine Schutzweste anhaben. Aber so ist es eigentlich ganz cool. So, dann, genau, was wir für einen Rang haben. Und was wir dann noch anhaben an Brille oder so. Also wir könnten ja halt jetzt so eine Brille anziehen. Lasse ich jetzt aber mal. Und dann, ganz wichtig natürlich, was wir für ein Dienstfahrzeug fahren. Und hier gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten. Ja, so einer, den Transporter, ein Motorrad oder SUV oder Road Cruiser, Rancher. Ja, wir haben sogar die Möglichkeit zu fliegen. Ja, aber wir bleiben, glaube ich, bei dem erstmal. Dann können wir halt sagen, wie Sirenen aussehen. Oder ja, halt wie das mit dem Licht aussieht. So, 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 so. Ne? Also ihr seht, wie sich das da im Hintergrund verändert. Ich glaube, so sieht das ganz cool aus. Und dann sind wir jetzt auch schon im Dienst. Was heißt schon? Das hat jetzt doch ein bisschen gedauert. Nein, ich finde das cool, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Ist wirklich eine realistische Simulationsmod, kann man fast sagen, also in Anführungsstrichen natürlich. Und ja, ich würde sagen, wir packen mal kurz hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Ego-Perspektive gehe, dann können wir uns natürlich das Cockpit angucken. Und wenn wir E drücken, haben wir jetzt hier den Polizeicomputer, machen damit allerdings auch die Sirene an. Und da können wir jetzt zum Beispiel Nummernschilder oder die Nummern, die Nummernschilder, wie sagt man? Also, genau, doch, das Nummernschild, klar, eingeben von den Autos, die halt hier rumfahren und vielleicht sind die ja dann gestohlen worden. Man weiß es nicht, man kann das halt dann überprüfen und man kann auch die Namen von den Passanten, von den Zivilisten hier herumlaufen. Vielleicht sind es auch gar keine Zivilisten, man weiß es nicht, überprüfen.
Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. So. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ja, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Nein, ich wollte eigentlich. Ja, gut, dann machen wir das halt so zu. Jetzt gehen wir wieder in die Ego-Perspektive. Beziehungsweise wieder raus aus der Ego-Perspektive und suchen uns mal ein Auto, das wir dann überprüfen können. So. So, wir sagen ihm jetzt, komm. So, wir haben ihm jetzt signalisiert, er soll stoppen. Und das wird er dann auch machen, wenn jetzt die Ampel gleich auf grün springt, dann wird er wahrscheinlich irgendwo am Rande, am Straßenrand halten. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das funktioniert. Genau, der fährt jetzt hier perfekt. Alles klar. So. Steigen wir mal aus. Hallo, guten Tag. Oh, schreitet die erstmal total an. So, sie sehen aber nett, nett, eigentlich ganz nett, ne? So, wir können die jetzt nach ihrer ID fragen. Okay. Julian Fox. Oder Juliane? Julian Fox. Okay, dann können wir das jetzt überprüfen. Und ich glaube, das war. Moment, ich muss es gerade suchen. Nein, es war hier, ne? Genau. So. War das jetzt so? Ich hoffe, das ist jetzt so geschrieben. Okay, Julian Fox. Female, 30.05.1993 geboren worden. Der Führerschein, das ist in Ordnung. No act. Okay, das ist keine Straftaten und so weiter und so fort. Das ist alles in Ordnung. Ja, das Auto müssen wir dann, glaube ich, nicht mehr überprüfen. Okay. Nee, eigentlich alles vollkommen in Ordnung dann. Dann kann die Frau weitergehen, weiterfahren. So. Nein, das war. Moment, hey, wie kann ich das denn jetzt? Ach so, okay. Das heißt, die kann jetzt weiterfahren. Alles klar. Dann hat es auf jeden Fall jetzt funktioniert. Und sie können weiterfahren. So. Sirene aus. Muss ich dir das auch irgendwie noch. Okay, okay, alles klar. Die steigt jetzt wieder ein. Okay, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Natürlich können wir auch Einsätze jetzt hier fahren, aber. Okay. Okay, ich habe den jetzt gerade angenommen. Dann. Ich muss mal kurz gucken, wo das jetzt ist. Genau. Alles klar. Alles klar, dann fahren wir da jetzt mal hin. Also Verfolgungsjagd mit Schießerei und so weiter und so fort. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, dass wir da nicht noch selber irgendwie angeschossen werden. Ah, Mist, Mist. Leute, macht doch mal hier ein bisschen Platz. Die Kollegen sind auf jeden Fall gerade hinterher schon. Die haben gerade die Verfolgungsjagd aufgenommen. Und was ist mit dem? Den müssen wir eigentlich jetzt anhalten. Aber da haben wir jetzt gerade leider keine Zeit für. Hallo? Das gibt's doch gar nicht. Leute, wir brauchen Unterstützung. Okay. Ich habe mir jetzt noch Luftunterstützung geholt. Weil, ich habe gesehen, der hat uns jetzt schon einiges abgezogen. Boah, Leute. Nicht, dass wir jetzt sterben. Was ist mit dem los? Okay. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen unkonventionell, aber na gut. Ich würde sagen, für die heutige Folge ist mir das genug Action. Ich werde nochmal ein Auto überprüfen. Wobei, ich kann auch mal Streife gehen, oder? Kann euch das ja mal zeigen, wie man so ein Auto überprüft. Wobei, ach komm, wir machen das einfach so nochmal. So. Wir brauchen noch gar keine Sirene, gar keinen Martinshorn dafür.
So. Sie hat es auf jeden Fall mitbekommen. Ja, die könnte eigentlich ein bisschen weiter am Rand parken. Boah, Alter, wie mein Auto jetzt aussieht. Finde ich gerade überhaupt nicht gut. Ja, dann fahr doch vorbei. Hallo. Das kann doch nicht sein. Also manchmal glaube ich ja, die Leute sind alle verrückt. So, erstmal schön das Auto da. Ich glaube, ich überprüfe einfach mal alle. So. Danke. Sie heißen Victoria Linden. So, mal kurz überprüfen. Victoria. Nein, Victoria Linden. Ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Okay. Alles in Ordnung. Und dann kann man halt auch noch das Auto überprüfen, wenn man denn möchte. Nein. Genau, da haben wir jetzt nochmal das Nummernschild. Dann überprüfen wir das auch. Das ist 23. UCP kleingeschrieben ist ja vollkommen in Ordnung, glaube ich. Und so. Alpha, bla, bla. Es ist gar nicht auf sie, das. Ist das ihr Freund vielleicht? Darf sie das denn fahren? Das ist natürlich dann die Frage. Na gut, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Das lassen wir mal durchgehen. Alles klar. Wieder die Mann schreit so. Na gut, okay, alles klar. Nee, dann ist das in Ordnung. Aber die hier. Na gut, okay, das ist jetzt. Dann lassen wir die mal fahren. So, ich sollte eigentlich mein Auto mal überprüfen lassen. Mal reparieren lassen. Wir könnten mal zur Polizeiwache zurück. Sollen wir es noch machen? Was? Warum sind jetzt hier zwei? Okay, wir fahren. Ich wollte euch ja eigentlich mal so eine komplette Verfolgungsjagd zeigen, wenn die dann gut ausgeht. Weil es gibt natürlich hier noch viel mehr Sachen, die man halt nicht in der ersten Folge dann wirklich zeigen kann. Ah, hier, okay. Ich habe gerade falsch geguckt. Alles klar. Hallo. Wir holen uns sofort Unterstützung. Boah, wie schnell ist der denn unterwegs? Okay, die Polizisten, da sind gerade ein paar in der Gegend hier. Okay, die haben gerade noch einen anderen da hinten. Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung so. Nicht, dass ich die ganzen Polizisten jetzt da abziehe. Ah, nee, okay. Genau, da kommt auch gerade einer hinter uns her noch. Der hilft uns jetzt. Ja, Mist. Wir müssen halt versuchen, den irgendwie einzukesseln. Es ist natürlich jetzt nicht realistisch. Also, okay. Das ist mir schon klar. Aber ich habe jetzt halt auch noch keine Mods, kein Nagelbrett oder sonst was. Moment. Nein, das kann doch nicht sein. Ich hätte den jetzt natürlich anschießen können, aber nein, das mache ich natürlich nicht. Okay, ich habe mir jetzt noch mehr Unterstützung geholt. Ich hoffe, der andere ist jetzt noch hinter mir her. Oder hilft mir jetzt und der ist noch hier auf dem Weg. Ja. Ach, fuck. Der bleibt nicht stehen. Das bringt natürlich dann auch nichts auszusteigen. Oh,
Ja, ich weiß, man schießt natürlich nicht einfach so, aber ich versuche jetzt, die Reifen kaputt zu machen. Okay, zwei kaputt. Den holen wir uns auch noch, den anderen Reifen. So, ich glaube, das ist es jetzt für ihn gewesen. Hey! Boah, Leute! Alter Schwede! Das war unser Polizeiauto. So, komm, auf die Knie! Hallo, Kollege! Okay. So, Freundchen, das war's jetzt. Es hat sich ausgekriminellt. So, Waffe weg. Dann gehen wir jetzt hier mal, okay. Und es geht ins Auto. Beziehungsweise wir machen ihn... Ja, super, jetzt. Ah, jetzt ist er hier drin. Ich wollte eigentlich jetzt einmal rumfahren. Wir müssen jetzt zum Gefängnis fahren. Das ist hier. Ja, da sieht man es einmal. Da müssen wir jetzt hinfahren. Und genau das machen wir jetzt. Aber wir müssen ja irgendwie drehen. Ihr habt ja den Unfall eben gesehen. Das war natürlich alles nicht ganz professionell. Aber ich bin ja auch noch kein professioneller Polizist. Aber ganz cool auf jeden Fall. Weil das zum Beispiel ging bei der anderen Polizeimod gar nicht, dass man die Leute so festnehmen kann. Da ging nur erschießen. Und das macht natürlich dann keinen Spaß, weil man die Leute jedes Mal erschießen muss. Also das macht so schon echt viel Spaß und wer sich jetzt fragt, ey, gibt's da jetzt nur Verfolgungsjagden und so, nein, es gibt in der Grundversion nur ein paar Callouts, also nur so ein paar Fälle, aber es gibt da noch ganz viele Mods, die man halt installieren kann, dass es dann noch viel mehr Sachen gibt, wirklich wie ein Banküberfall und so. Ich habe das selbst alles noch nicht gesehen, aber ich habe mich da ein bisschen informiert und ich glaube, das könnte richtig, richtig cool werden. Ja, und wer dafür ist, dass wir hier mal weitermachen, beziehungsweise neben der, ja, neben der normalen Mod-Vorstellung und neben den normalen GTA-Folgen gerne LSPD hier sehen möchte, der haut es einfach mal in die Kommentare, Hashtag LSPD, und dann werde ich das auf jeden Fall in Zukunft gerne machen, aber ich bin natürlich ein bisschen so auf euer Feedback angewiesen, ob euch das gefällt, einfach wirklich mal einen Kommentar da lassen, mal ein Like da lassen und dann weiß ich, das gefällt euch und dann werden wir hier weitermachen und also ganz ehrlich, mir macht es auf jeden Fall jetzt schon richtig viel Spaß, natürlich muss ich hier noch viel lernen, wie das alles funktioniert und so, aber bis jetzt auf jeden Fall eine coole Sache, wir gehen mal wieder in die Eco-Perspektive und da hinten ist dann auch die Polizeiwache und das Gefängnis, so, da müssen wir nämlich jetzt reinfahren, so, das Tor geht automatisch auf, da seht ihr das Symbol. So, und dann müsste der jetzt auch schon abgeholt werden. Das sieht man nicht, weil ich gerade in der First Person bin, aber da kam jetzt gerade einer, der hat den rausgerissen, den erstmal nochmal zusammengeschlagen. Und, ja. Leute, das war meine erste Schicht. In LSPD FR. Wirklich eine coole Mod. Wie gesagt, haut mal in die Kommentare, was ihr so meint. Mal ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns ja in der nächsten Folge, vielleicht morgen schon oder übermorgen, mal gucken. Auf jeden Fall einfach mal bei mir auf dem Kanal vorbeigucken. Oder bei Twitter auch gerne mal mir folgen. Da gibt es meistens alle neuesten Informationen, wenn irgendwie meine Folge ausfällt oder so. Ja, einfach da mal vorbeigucken. Und dann, bis dann. Ciao. So, jetzt erstmal Kaffee trinken.